Diese Sage erzählt jeder ein bisschen anders. Aber bei allen gleich ist der Schluss. Wir wissen ja aus der Glarner-Geschichte, als das Nevels auf dem Burgstock bis in 1351 Vögte regiert und das Volk knutet haben. Wo da genug Heide unten war, haben sie den Vogt vom Teufel gejagt, Burg kaputt gemacht, abzehrt und ausgeräuchert. Und wo der Vogt mit ein paar bewaffneten Landsknechten zurückkam und hat seine Burg zurückerobern, haben sie ihn auf dem Rautifeld zu Tode geschlagen. Und die Landsknechte sind von sich selber und Handli wieder verlaufen. Wie ja die meisten Leute wissen, ist am gleichen Ort, wo ein Duz ins Burgstadion gestanden ist, ein Kloster gebaut worden. Also, wie der Duenig Vogt hat müssen abfahren und so, wie er dann hat müssen ab dieser Welt, hat man ja keine Ahnung, dass er nach seinem Ableben noch keine Ruhe gab. Und so war es auch. Ein Kapuzinerpater, der albig verbotenerweise nach den Nachten am Abend ins Gärtli raus ist, weil er ehelang gerne ins Dorf herabgeschaut hat und die Bursten hat können singen, ist am schönen Abend bis in Mark und Bein verschrocken. Ein grosser, mächtiger, schwarzer Reiter mit glühenden Augen und einem bösen Ausdruck auf einem wilden Ross ist ihm erschienen. Ist bein durchgaloppiert und wieder davon in die dunkle Nacht raus. Der Pater hat einen Schock gehabt, würden wir heute sagen. Zum Morgen sei er nicht gekommen. Und wo sie dann schauen, was da los sei, sei er mit hoch Fieber im Bett gelegen und habe sich kaum mehr verrot. Wirres Zeug habe er durcheinander geredet. Da haben sie am selben Pater gerufen, der mehr kennen als andere Leute. Der ist mit der Bibel und mit dem Kreuz auch am Abend in den Garten raus. Und wo dann der Reiter wieder kam, hebe der Pater die Bibel auf und das Kreuz entgegen und sage: Im Namen von der Dreifaltigkeit, der Vater, Sohn und Heiliger Geist und von der Mutter Gottes, der 14 Nothelfer, am Sankt Friedli und Hilari und allen Heiligen im Himmel oben befehle ich dir, gang hin, wo du hinkommst und lass dich nicht mehr blicken. Amen. Das hat der schwarze Reiter nicht erlitten und ist wie von allen Teufeln geritten wieder ab und davon und danach nie mehr gekommen. Und die, die etwas davon verstehen, haben immer gesagt, das kann Willenweg nur der Vogtstadion sein.